Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, LS17, ne? Mit wachsender Begeisterung. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Sosnovka heißt die Map, Standard-Map, ne? Und ich fühle mich hier richtig wohl. Wir haben ein bisschen Silagenanhänger reingeschmissen für die Mogos. Und die hole ich jetzt ab. Müssen wir mal gucken, jetzt, ich wollte hier nach dann Grassilo machen, ne? Dass man vielleicht einen Grassilo auch bei den Kühen schon mal macht. Ich glaube, so viel brauchen die auch nicht. Ich habe ja nur 25 Kühe, das kann ja nicht so die Welt sein. Und dann kann er hier nämlich schon mal anfangen, überall, über und überall Gras zu mähen. Und zwar hinter der WGA. Also hier, hier irgendwo werde ich anfangen damit. Und uppala. Doof ist bei den Feldern, die einem nicht gehören, da muss man so ein bisschen wegbleiben. Aber, naja. Wenn man das weiß, ne. Ah, der Anhänger, ne. Danke, Giants, für diesen Anhänger. Also, dass sie das gelöst haben mit der Kollisionsbox, habe ich im letzten Video schon gesagt. Ich finde es mega. Oh, der merkt sogar diesen kleinen 15er Hänger, merkt er schon so ein bisschen hier. Ich sehe gar nichts. Ne? Wer hat eigentlich die B-Säule dahin gebaut, ne? So, ich fahre immer auf volles Risiko. Wir müssen eben warten, bis die BGA den Napf da wieder leer geschnuppert hat. Und dann gibt es wieder Nachschub. Ne? Ich hatte auch erst lange überlegt, ob ich nochmal vielleicht eine Aufnahme mache vom 15er. Ne, Leute. Also ich glaube, wer einmal den 17er gezockt, das ist wie Crack, weißt du? Wenn du einmal Crack genommen hast, war's das. Das hat sich erledigt. Du nimmst nichts anderes mehr dann. Du wirst doch an Crack sterben dann, ne? Und so ist bei LS17 auch. Glaubt mir, Leute. Glaubt mir. Na gut, ist jetzt doof. Ich weiß, dass viele warten noch ein bisschen, auch so Weihnachten rum, nach Weihnachten, ne? Da wird sich bestimmt noch was tun auf dem Preismarkt. Garantiert, aber ja, ich bin halt Junkie, ne? Also, ich habe ja auch Arbeitskollegen, die LS zocken und die sagen auch, ach ja, ne, so komme ich heute nicht, komme ich morgen und so wichtig ist das nicht und so, ne. Ist ja okay, ne, ist nicht jeder so krank wie meiner einer jener, ne. Aber mich hat dieses Spiel schon derbe infiziert, ey. Hallo Mädels, Papi ist da. Der Papi hat Happa Happa mitgebracht. Oh, hinten. Möchten wir nicht lieber an der linken Seite abkippen? Auch so schön. Oh, Kornschi. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Das ist alles Standard jetzt, ne? Das ist ganz normaler Standard im LS. So sieht's aus. Ey, brauchen die Mugus noch einen? Ich muss mal eben ins Menü. Einmal kurz gucken, wie glücklich die Mukus sind gerade. Ah, zurück, zurück, zurück. Die Mukus sagen, die Sauberkeit ist top in unserem Stall. Ein Wässerchen können wir gebrauchen, ist nicht schlimm. Stroh können wir gebrauchen, Gras haben, genau, Gras haben die eben aufgesagt. Und Silage, ja, lohnt sich jetzt nicht, noch einen Hänger voll zu holen. Und fragt mich nicht, wie man in das Kraftfutter dran kommt. Ob das Kraftfutter das Mischfutter ist, ob man das Kraftfutter kaufen muss. Das werden wir erst im nächsten Video erfahren, weil dann werde ich es ausprobieren. Ja. Kann auch sein, dass ich gleich mit den Jungs so ein bisschen Multiplayer zocke. Da müsst ihr mittlerweile auch soweit sein. Und dann kann ich euch das... ja gut, nee. Euch kann ich das auch nicht vorher sagen, weil... auch der Multiplayer wird ja, wenn, dann nach diesem Video stattfinden. Ja. Aber ja, das Video wird dann ausgestrahlt, genau. Und dann weiß ich es aber schon. Also, wenn ihr das Video seht, dann weiß ich es schon. Ah, herrlich. Diese Verwirrung. Was ist, willst du nicht da? Ich dachte, in den Shop reinfahren, hatte ich mir, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja, jetzt hat er es verstanden.
Ja, ganz innen, bitte, danke. So, ja. Ach, man muss nur, ne? Ab und zu ein bisschen streicheln, die Maschinen, dass die einen lieb haben. Ey, was ist heute los hier? Das klappt aber nicht. So. Verdammt. Wasser, Wasser wollen wir dem Mugus einmal geben noch. Das Wasser kann man übrigens hier auch aus dem Fluss klauen. Das muss man nicht teuer kaufen. Ne? Das habe ich auch. Das war eine reine Tat der Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, ich war mit dem Trailer unterwegs. Ich bin einfach in den nächsten Bach reingejumpt, den ich gefunden habe. Ich müsste jetzt erstmal gucken, wo überhaupt. Ach so. Richtung BGA. Komm mal gucken, ob das überall geht, an jedem Bach. Das weiß ich nicht. Oder Fluss, das ist ja ein richtiger Fluss hier. Wollen wir die Tränke mal suchen für die Mugus? So eine glückliche Kuh ist ja auch mir persönlich was wert, ne? Ist einfach so. Halt! Halt, halt, halt! Halt! Der Weg ist doch hier vorne. Diego. Ja, ich fahre immer hier quer rüber, ne? Ist so. Ich weiß auch nicht, was die... Ob die bei Giants jetzt echt gedacht haben, man fährt dann mal rum? Ich weiß es nicht. Mag es geben, ne? Gibt vielleicht auch Leute, die das machen. Ich mach das nicht. Ich fahre da nicht immer rum. Sag mal, bist du da hinten eigentlich Deko, oder? Ich muss mal kurz einmal aussteigen. Hüpf mal runter von der Karre hier. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist der große Trigger für die Gülle. Und da hinten ist es nur Deko. Okay, okay, okay. Ja, ich wollte mal... Ich muss ja mal gucken, oder? Wo ist denn die Wassertränke? Habe ich das Wasser einfach in Stadt... Oh, Büsche. Büsche. Ah, hier ist die Wassertränke. Und hier kann man auch das Gras hinmachen. Dann. Ja, da ist noch Wasser drin. Ist alles gut. Ja, das ist hier eine von den neuen, ne? Das ist ja so eine... Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sind das Galloways, diese braunen? Kann sein. So, mit I, nicht mit Q. Das wird noch Jahre dauern, bis ich das raus habe, ne? Hier ist die Ramona da vorne. Ja, die frisst jetzt so. Tut so unschuldig, ne? Faustdicke hinter den Ohren, das Viech. Muss echt aufpassen. So, wir gucken mal einmal hier zu irgendeinem Gewässer. Gewässer ist voraus. Hier kann ich gerade nicht rein. Da fahren wir genau dahin, wo ich letztes Mal auch war. Hier kann man ja nicht reinfahren. Also... Rein schon, aber raus nicht. Ich bin dann hier vorne bei dieser Halle. Bin ich letzte Mal auch gewesen. Ach, das ist hier Sägewerk hier. Baumstamm verkaufen. Ja, da habe ich keine Aktien drin, wisst ihr, ne? Mit Bäume. Wie gesagt, das Einzige, was ich im Wald gemacht habe, waren Zaunpfähle immer. Sonst habe ich mich mit dem Wald nie beschäftigt. Hallo? Ich würde dich schon gerne auffüllen wollen. Wenn ich es nicht schon gemacht hätte, ne? Ich würde sagen, es geht nicht, aber ich habe es ja schon gemacht. Aha, es geht. Muss nur tief genug reinfahren in den Fluss. Und wenn das Ufer so steil ist wie hier, sollte man vielleicht auch einen Schlepper mit PS mitnehmen. Sonst bin ich mir nicht sicher, ob man danach wieder rauskommt. So, für ohne Geld. Habt ihr gesehen, ne? Jaha. Ich liebe das. Wenn man aber zum Hydranten geht, also hier zu so einer Tränke, dann kostet das Geld. Ist, also ich mag die Map, ne? Ist übrigens im Real Life auch so, ne? Wir haben bei uns auch so einen kleinen Bach, ist es nur. Und da hat zwar einer auch die Wasserrechte davon, hier so ein Baron. Aber jeder darf sich da Wasser rausnehmen, so viel wie er will, ne? Und muss dafür auch nichts bezahlen. So. Ja, guck mal, haben wir die Mugus ja schon teilweise richtig glücklich gemacht heute. Das war unsere gute Tat für heute. Und jetzt müssen wir auch schon wieder gucken, was die BGA sagt. Ja, der alte Napf ist bestimmt wieder leer. Und da kann ich da schon wieder was reinbuffeln, dass der weitermacht da. Nein, nicht so wild immer beim Rückwärtsfahren. Sehr schön, sehr, sehr schön.
Ach, besser hätte ich das selber auch nicht machen können. Ja. Dann geh du mal auf die... Genau. Da ist noch ein bisschen was drin. Ey, nicht so wild. Diego. Langsam... Ah, das probiere ich als nächstes aus. Das interessiert mich die ganze Zeit schon. Wir fahren jetzt von der anderen Seite rein gleich. Und gucken, ob dann auch von hinten die Plane hochgeht. Das täte mich mal interessieren. Oder ob das im Spiel jetzt nicht vorgesehen ist, quasi. So, da hast du erstmal wieder ein bisschen Habba-Habba. Der Silagepreis, der fällt immer weiter, ey. Silage ist bald nichts mehr wert hier, ey. Was willst du machen, ne? Mokus sind im Anmarsch. Die Mokus kommen. Ach, hier ist ja noch unverarbeitete. Wie unschön. Hier ist ja gar nicht alles zugedeckt. Macht er auch nicht, sagt er. Was habe ich denn jetzt geladen? Ja, Rohmaterial will ich auch nicht hier. Wo packe ich das denn mal hin hier? Jetzt müssen wir das Rohmaterial irgendwo hinpacken. Hier, bitte. Nimm's doch. Will er nicht? Das heißt doch überall abkippen, oder nicht? Kann man das Rohmaterial nicht hier überall hinrotzen, einfach? Hallo? Jetzt muss ich mir eine neue Schippe kaufen, weil... Aber man kann das bestimmt ins nächste Silo reinschubsen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Plane hochgeht, wenn ich hier angefahren komme. So. Das ist schon mal sauber gemacht. Sauber hier kann ich das doch reinkippen, oder? Mit I. Hallo? Ich muss das doch hier reinkippen können. Ja, geht ja auch. Geht ganz normal. So. Und hier geht jetzt die Plane hoch. Ne. Ja, okay, ist nicht vorgesehen. Es war nur ein Test. Hätte ja sein können, dass es das Spiel das kann. Würde man, glaube ich, im Real Life auch nicht machen. Von zwei Seiten das Silo hochnehmen. Ich hatte dann gedacht, wäre eine witzige Aktion, weil dann wäre ich nämlich von hinten reingefahren. Ach, man müsste jetzt mal gucken, ob das generell nicht geht. Das müsste man jetzt auch nochmal ausprobieren. Ne, weil jetzt hat man immer so einen langen Rückweg. Gut, man könnte jetzt versuchen, im Silo zu wenden. Muss ich aber nicht zwingend haben. Irgendwelche Wendemanöver im Silo. Ja, wenn er ganz oben ist, dann wird's schwierig, ne? Mein Kleiner. ...2300, ey. Du kriegst nix mehr für die Silage. Nix. Aber ich brauche auch die Gülle, ne? Was soll ich machen, ne? Ja, ich muss auf Tiere setzen. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen sehen, dass wir wirklich jeden Cent jetzt in Kühe investieren. Weil die Maschinen sind da... versorgen kann ich sie auch. Ich habe genug Grasflächen, um die Tiere satt zu machen. Also hopp. Hier ist unser Fahrsilo, wo wir rein müssen. So ist fein. Sollen wir mal? Nein, wir wenden nicht. Ich war gerade kurz überlegen, ob ich hier wende, aber das machen wir nicht. Nicht wenden in 30 Zügen. Das machen wir nicht. Oh, das war mal wieder knapp. Ja, ja, ich weiß. Der Preis. Er geht immer weiter runter. Wir können gleich erstmal gucken, wie viel Gülle wir schon haben hier. Das würde mich mal interessieren.
Oder es sind ja Gärreste. Ja. Ey. So, kurz gucken. Ich bin schon wieder hochkonzentriert, YouTube. Ihr merkt das, ne? So, ich mal raus aus dem Schlepper. Mach ein Foto. Und dann renne ich noch ganz kurz zur BGA. Zum Restetank hier. Wie heißt das? Gärrestetank. 14%. Na gut. 100.000 immerhin. Ja, YouTube, ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen und ihr könnt euch gerne alle anderen Videos von mir angucken. Ich mache immer so kleine Playlists, dann könnt ihr alle hintereinander wegknallen. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.